spricht nun Karen Taylor, Vorstandsmitglied des Europäischen Netzwerkes gegen Rassismus und politische Referentin für Menschenrechte im Deutschen Bundestag. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich als schwarze Frau hier stehen darf, an dem Tag, an dem wir den Roma Day feiern. Roma Day is every day. Das ist nicht nur ein Hashtag, das ist nicht nur ein Facebook-Post, nicht nur ein Instagram-Bild, nein, es ist unser aller Wahrheit. Roma Day ist every day für alle hier in Deutschland, für alle hier in Europa. Warum ist Roma Day every day? Ich möchte mich nicht wiederholen und ich möchte nicht das wiederholen, was meine VorrednerInnen schon gesagt haben. Besonders wichtig aber ist zu betonen, dass wir in Deutschland und auch in Europa immer noch wegschauen, wenn es darum geht, Rassismus zu benennen, wenn es darum geht, die marginalisierten Gruppen und ganz besonders Sinti und Roma zu schützen und wenn es darum geht, das aufzuzeigen, was Sinti und Roma in unserer Gesellschaft bereits geleistet haben. Ich möchte mich nicht schuldig machen und darüber schweigen, was Sinti und Roma bereits geleistet haben, sondern auf der anderen Seite mich solidarisch zeigen. Mich solidarisch zeigen mit meinen Communities, mich solidarisch zeigen, indem wir einen Schulterschluss hinbekommen zwischen schwarzen Menschen in Deutschland, zwischen POCs, zwischen muslimisch Markierten, zwischen Sinti und Roma, zwischen Schwulen, Lesben, Transpersonen, zwischen Frauen, zwischen all den Gruppen, die so schön Minderheit genannt werden, es aber nicht sind. Denn wir sind mehr. Und wir sind hier und wir sind laut. Und laut können wir hier auf der Straße sein, laut können wir bei diesem Umzug sein. Wir müssen aber laut in jeder Auseinandersetzung sein, die wir mitbekommen. In unseren Familien, die wir mitbekommen bei unserem Arbeitsplatz, in unseren Sportvereinen, die wir mitbekommen an der Kasse. Wann immer wir Ungerechtigkeit sehen, müssen wir diejenigen sein, die das ansprechen. Wir dürfen uns nicht wegducken und uns solidarisch mit denjenigen zeigen, die betroffen sind in diesen Situationen. Denn solange wir das nicht tun, kann sich die Mehrheitsgesellschaft entspannt wegducken, kann sich die Mehrheitsgesellschaft in den rassistischen Strukturen verstecken und kann sagen, nun ja, die Person hat ja auch nichts gesagt. Warum sollte ich als weiße Person mich dagegen aussprechen? Ich sage warum. Warum sich jede Person gegen Diskriminierung, gegen Rassismus aussprechen sollte, egal welcher Herkunft, egal welcher Hautfarbe, egal ob hier geboren oder nicht. Eine Verletzung, die auf Rassismus beruht, eine Verletzung, die auf Diskriminierung beruht, verletzt in diesem Moment nicht nur die betroffene Person, sondern uns alle. Sie verletzt unsere demokratische Grundordnung und sie verletzt all das, wofür wir in Europa stehen. Denn schließlich heißt es doch, in Vielfalt geeint, das ist Europa. Und Vielfalt, das sind wir. Applaus